Haut aus dem letzten Training für einen großen Tag. An 2 Tagen ist es soweit, dann haben als Marathon 60-Plus-Kandidaten ihre großen Challenge. Dann ist es auf keinen Fall zu versuchen. Der Bühne ist es für uns zu kommen. Aber was ein Tag mehr noch könnt, was Bedenken mehr groß gehen. Die einzige wichtigste Moment ist das Wetter eigentlich. Wenn sie irgendwie gemeldet gehen, wahrscheinlich mit Keller noch nach hinten gehen. Das wäre nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich es packe. Ich hoffe, dass ich es packe. Ne? Da sind ein bisschen gespannt. Das ist schon interessant für alle, mal so einen großen Kurs mitzulaufen. So löst man eigentlich keine bessere Abregung. Wir sind zwar optimistisch, dass das klappen wird. 2 Monate lang gehen als Läufer gestritzt. Ob am Bambusch, beim Muskelabbautraining oder am Stadium. Conny hat sich um alle Einzelnen gekümmert. Weiß aber auch, dass es Zeit geht für den Staffellauf, weil die echt Boboen tauchen ab. Es fängt so an, hier und da weh zu tun. Es wird Zeit, dass der große Lauf stattfindet. Es sind noch ein paar Tage. Die Motivation ist hervorragend. Einigen Teilnehmern habe ich auch gesagt, ein bisschen langsamer zu machen oder heute vielleicht sogar ganz das Training ausfallen zu lassen. Einfach aus dem Grund, damit die Samstag topfit sind. Wir was machen für einen großen Auftritt, ob was muss ihn aufpassen, was soll ihn auf jeden Fall sehen lassen, aber was soll ihn unbedingt machen, für den 19. mehr fit zu sein, auch heute darüber gehen als Läufer von Conny aufmerksam gemacht. Alles machen wie gewohnt, also so bleiben, wie es vorher war, nichts anderes machen, die gleichen Schuhe anziehen auf jeden Fall, keine Experimente machen mit der Kleidung, genügend schlafen, das ist natürlich auch immer wichtig, genügend Wasser trinken, auch Tage vorher, aber ansonsten alles wie gehabt. Das sind jetzt auch im größten Teil im Durchschnitt 10 Kilometer. Wir laufen ja keinen Marathon, nicht die 42 Kilometer. Von daher dürfte das kein Problem sein. Kein Problem für Conny, aber auch kein Problem für verschiedene von unseren Läufern. Sie haben gemerkt, dass er dann in den letzten 2 Monaten nicht mehr in den Job gegangen ist. Also ich springe um fertig zu laufen. Dann habe ich mir geschrieben, ich kann keine 50 Meter laufen. Aber das tun ich ja fertig, und in der Zwischenzeit habe ich viele mehr laufen. Ich fand, dass die Menschen zufrieden mit den Fortschritten, die ich gemacht habe. Und ich bleibe noch dabei und suche, wie sie auch laufen. Und obwohl ich für die gelaufen sind, ist das wirklich flott. Und die Leute, die das nicht merken, die verpassen etwas. 10.000 Leute gehen Samstag in den Depart. Ob 30 von ihnen muss Conny aufpassen, geben wir dann nicht durchgehen. Für heute ist es nämlich auch ein großer Tag. Hat soll der Samstag die 10.000 Läufer für den Startschuss abwärmen. Ich mache das Warm-up am Samstag, also übermorgen für 10.000 Leute. Das werden nur ein paar Minuten sein. Also ich denke mal so 18.40 Uhr fange ich an bis 18.45 Uhr. Dann versuche ich da wieder heil runterzukommen, weil ich stehe auf so einem Cameo. Und dann laufe ich mit meinen Läufern mit. Mit der EU-Fahne die ersten Meter und die muss ich dann irgendwie sicher wieder herausbuxieren und mich auch. 2 Monate Training, die sich gelohnt haben, 2 Monate, wo Freundschaften in Sterne sind, eine Zeit, wo verschiedene nächste Spaß um Sport von tun. Und wir merken, dass sie Progress gemacht haben, abrett sind für den großen Tag. Also man hat wirklich gemerkt in den letzten 8 Wochen, die Gruppe ist zusammengeschweißt. Jeder hat irgendwie dem anderen geholfen, wenn irgendwas gab. Ob es nun, wie komme ich zum Training, kannst du mich mitnehmen oder kleinere Probleme wurden besprochen. Also das war wirklich war ein super, super schönes Projekt und es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Anders so traurig es doch klingt, musste verschiedene noch ein bisschen werden, für zu wissen, ob sie dann 2 Tage dabei sind. Die ein oder andere kleine Blessur möchte einem so kurz für den Ball strich durch die Rechnung. Ich habe noch ein bisschen trainiert über das Weekend, dann die Hüfte sind ein bisschen forciert. Und nicht nur ein paar Tage gelaufen, habe ich gemerkt, dass die linke Hüfte, die tut weh. Und wenn ich weiterlaufe, dann habe ich sie versaut für den Samstag. Ne? Aber für den Samstag geht das nicht. Bis den Samstag sind es noch ein paar Tage für sich zu sammeln und genug Energie zu spüren, für den Staffellauf mit positivem Erfolg hinter sich zu bringen.